So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction-Folge. Ich nehme das jetzt, glaube ich, so um 3 Uhr in der Nacht auf. Nein, was? Es ist jetzt 11 Uhr irgendwas und gerade aufgewacht. Aber naja. Der Creepfreak 01 hat eine Reaction auf mein Video gemacht und das schauen wir uns jetzt an. Okay. Los geht's. Ist man auf YouTube unterwegs? Und was findet man? Warte nochmal von vorne, habe ich nicht verstanden. Da ist man auf YouTube unterwegs. Und was findet man? Ein Trailer zu Five Nights at YouTube Deutschland. Und den schauen wir uns jetzt an. Mhm. Das Intro finde ich auch voll nice. Also hat er gut gemacht. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Reaction-Video. Denn der Beaver aus Horror hat einen Trailer hochgeladen zu Five Nights at YouTube Deutschland. Es ist so eine Art Ultimate Custom Night, so ein Fangame, ja. Steht auch in der Beschreibung. Und wir schauen uns jetzt den Trailer an. Also da sieht man nur, welche YouTuber mitmachen. Mhm. In 3 Wochen kommt auch schon der Gameplay-Trailer. Dazu muss ich sagen, vielleicht kommt er aber auch schon früher. Aber ich glaube, der kommt eine Woche oder ein paar Tage später. Weil im Moment, wenn ich das Spiel starte, schmiert das Spiel ab, deswegen muss ich das noch fixen. Und ich möchte auch viele YouTuber da auch schon drin zeigen. Den Story-Modus will ich da drin auch schon zeigen. Dann das, was man booten kann. Also wenn man auf Freddys Nase drückt, aber gibt es ja kein Freddy. Und Bibi möchte ich zeigen. Bibis Jumpscare, weiß ich nicht, aber. Raus und darauf freue ich mich schon. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, welche YouTuber dabei sind. Kannst du es schaffen? Bei deinen Lieblings-YouTuber? Das D oben links, das habe ich aus Versehen reingepackt. Zu überleben. Stopp. Warte. Oh nein. Hat er jetzt so eine Kritik für mich? Warte mal. Das ist dort die Hintergrundmusik vom Sister Location Trailer und ich feiere die. Ich mag die. Also, ich mag die echt besonders auch an diesem Punkt, wo man alle Animatronics auf der Bühne sieht. Also, da ist echt die Musik echt episch. Also, keine Kritik. So, zu überleben. Auch gute Kamerabewegung. Also, es wird echt ernst. Beim Überleben, da habe ich das mit Absicht gemacht, also zu wackeln und so. Bei den sonst im Video. Ich habe das nämlich nur fix mit PowerPoint fertig gemacht. Und dann mit dem Handy abgefilmt. Bei Überleben wollte ich das. So richtig an das Überleben dran. Mhm. Ich weiß ja, ob wir das überleben. Okay. So. Ich wollte erst die FNAF 2 Musik nehmen. Oh, da bin ich. Ja. Ja, Senioren Zocken sind auch dabei, nice. Und German Snack Gaming Zombie. Ja. Paluten auch, cool. Bedizzled. Der German Let's Play Le Cooper. Fresh Talker. Ah, das ist Seth. Seth. Julian. Bam. Und Chaos Flo. 44. Bam. Und Bibis Beauty Palace, nice. Five Nights at YouTube Deutschland. Also ich muss echt sagen, der hätte das Video noch ein bisschen länger angeguckt. Hätte ich Bibis Kanal noch links oben verlinkt. Nur mal so zur Info. Bella, der gefällt mir. Ja gut, man sieht jetzt auch nichts vom Gameplay. Ich meine, das sehen wir ja jetzt in den kommenden Wochen. Ja. Man sieht jetzt nur, welche YouTuber dabei sind. Wir können ja noch mal gucken, welche dabei sind. Boah, Leute, ich bin noch müde. Aber natürlich müssen wir uns das angucken.
Auch diese Kamerabewegung mit dem Überleben, die finde ich auch echt gut. Danke. So, hier, Moment. Stopp. Okay, also SK macht damit, Chaosflow und. Oh, wie heißt denn der mit dem Leuchtturmprofil? Den kenne ich. Nee, Ich bin habe seinen ich. Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Also die da oben kenne ich nicht. Dieser Junge da links oben über Nebelnik heißt Gongbao und die Minecraft-Ente heißt Ripex. Ja, weiter geht's. Leute, ich bin so dumm. Ich habe da jeden YouTuber drin, aber nicht Alpha Stein. Ich habe seine beiden besten Freunde drin, aber nicht Alpha Stein. Und ich glaube, ich habe Alpha Steins Kanalprofilbild sogar erst in dem Ordner eingespeichert, wo ich die Bilder drin hatte, damit ich die alle einfügen kann. Ich habe Alpha Stein vergessen. Aber egal. Den Namen vergessen. Also hier Crafting Pad, Flexit und Musician. Das ist Epics dann. Nicht Crafting Pad, aber Crafting Pad kommt jetzt im nächsten Update dazu. Dazu werde ich auch schon so eine Art Trail. Ich weiß nicht, ob ich dazu so eine Art Trail hochladen soll. Aber naja. Das Mädchen da oben rechts erkenne ich auch nicht. Das ist Dagi B. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Dagi B gehört hast, aber es ist Dagi B. Also die sagt mir jetzt nichts. Ja, So, hier Domtendo, Stand Play, Logo, Revinzeit und ich mach auch mit. schon. Endlich mal nichts mehr halten. So, hier Corncrafter, Luca. Aber sonst kann ich da gar keinen von. Der mit diesem Galileo-Logo. Ist das nicht der, der diese YouTube-Kacke macht? Ja. Also das Huhn über Luca, also Corncrafter, heißt Horrorhuhn. Der mit den blauen Haaren heißt Rezo. Der rechts neben den blauen Haaren ist Let's Play Markus. Der über den blauen Haaren ist El Mago. Und der mit dem Galileo-Zeichen ist Galilei. Das steht da ja Müsste der sein, drauf. oder ich mich da gerade? Ja, also die anderen kenne ich jetzt nicht. So, hier Danny Justin und seine Jochen zocken. Oh, das wird bestimmt lustig. Also, wenn das ja so eine Art Ultimate Custom Night ist, das, also, ich frag mich dann, also, wie das so ist. Also, ich vergleiche das mal gerade. Also, jeder Animatronic kann man ja leveln. Ich frage mich auch, wie das bei diesem Kanal ist. Kann man dann jede einzelne Seniorin leveln oder wie? Eigentlich will ich das ja nicht so machen. Das war ein Update, also ein Version 0.0 so. Da waren die Nierenzocken eine der ersten fünf, die im Spiel drin waren. Also in der ersten Testversion. Aber dann fand ich das doch irgendwie wieder blöd. Jetzt kommen jede Seniorin einzeln leveln. Ist das? Oder ist das so ein Pack direkt? Also ich weiß es nicht. So, wie halt. Oh Gott. Das ist wirklich. Manche YouTuber kommen mir vom Logo bekannt vor, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Wie er da oben auch rechts. Ich habe den Namen vergessen. Weiß ich nicht. Tut mir leid. So, hier German Snake Gaming, Zombie, Feuerwehr Daniel, die Lochis und wer ist der mit dem Smiley? Der mit dem Smiley, der YouTuber heißt Wumms, der macht viele Songs. Ich glaube, seine drei erfolgreichsten waren der Nationalmannschaftssong, glaube ich, der Ramos-Song und der Neymar-Song. Den kenne ich nicht.
Ja, ich schon. Ich wollte gerade sagen, ich auch nicht. So weiter. Hier Krankwafter, Palute und die anderen kenne ich auch nicht. Die Maus ist easy cheesy. Rechts von Paluten ist Eiterbeule und über Krankwafter ist Winter. So, hier Corrupted, German Let's Play, Zef und Le Cooper macht auch mit. Und das Skelett da oben ist Lars oder so und links neben, also über Corrupted ist Passi 2000. So, hier macht Popa mit, Forstorge, das Julienko und Julian Bam macht auch mit. Über Julian Bam ist Nickerson mit 2. Verwandelt sich da gerade Julian Bam in Zef oder verwandelt? Keine Ahnung. So, hier ist nochmal Zef. Julian. Und Chaoslo. Und Chaoslo. Und zu guter Letzt. Bibis Beauty Palace macht auch mit. So, mehr wird auch nicht im Trailer gezeigt. Also, ich freue mich schon riesig auf den Gameplay-Trailer. Der erste Trailer war auch echt spitze, weil dann sieht man auch, was sie für YouTuber erwarten. Und es wird ja auch so eine Art Ultimate Custom Night, habe ich auch schon oft genug gesagt. Das Spiel kommt auch am 10.05.2019 raus. Vielleicht auch sogar noch früher. Boah, ist echt lange. Aber das wird bestimmt ein echt nettes Spiel. Also ich bin echt gehypt. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt. Also ich finde die Idee echt spitze. Mir gefällt die auch echt. Okay, gut, dann würde ich auch sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut das Video mit euren Freunden oder mit jemandem, den ihr kennt. Und wenn ihr keine Folgen mehr von diesem Format verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, Leute, auch wenn es euch gefallen hat, drückt unten auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, drückt auf Daumen nach oben. Ich verlinke hier in der Mitte meinen Kanal und wenn es geht, den von CreeperFreak 01. Links die Playlist Einteiler und rechts verlinke ich den Trailer. Bis dann.